Seit Jahrhunderten fasziniert das Turiner Grabtuch Menschen auf der ganzen Welt und gilt als eines der geheimnisvollsten und umstrittensten Artefakte in der Geschichte der Menschheit. Ist es eine echte Reliquie, die das wahre Antlitz Jesu Christi zeigt? Neue schockierende Beweise, die während der neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen entdeckt wurden, werfen ein völlig neues Licht auf dieses Rätsel. Wissenschaftler haben eine Reihe fortgeschrittener Experimente mit dem Grabtuch durchgeführt, die überraschende Fakten offenbaren. Die Ergebnisse dieser Studien werfen Fragen auf, die unser bisheriges Verständnis nicht nur von Jesus selbst, sondern auch von der gesamten Geschichte des Christentums verändern könnten. Ist es möglich, dass wir dem Antlitz des Erlösers gegenüberstehen? Das Turiner Grabtuch, umgeben von einer Aura der Heiligkeit und des Geheimnisses, war über Jahrhunderte hinweg sowohl für Gläubige als auch für Wissenschaftler ein faszinierendes Objekt. Die Geschichte dieser außergewöhnlichen Reliquie begann wahrscheinlich in Jerusalem, wo es den Körper Jesu Christi nach seinem Tod bedeckt haben soll. Doch seine Spur verliert sich für hunderte von Jahren und das Auftauchen des Grabtuchs im mittelalterlichen Europa im 14. Jahrhundert weckte großes Interesse und viele Kontroversen. Die äußerst realistische Abbildung auf dem Tuch warf zahlreiche Fragen auf. Ist dies der authentische Abdruck des auferstandenen Erlösers oder handelt es sich lediglich um eine mittelalterliche Fälschung, die geschaffen wurde, um Verehrung und Pilgerreisen zu fördern? Die erste dokumentierte öffentliche Präsentation des Grabtuchs fand 1357 in Frankreich statt, als es in Lirey ausgestellt wurde. Obwohl viele geistliche und christliche Historiker von seiner Authentizität überzeugt waren, gab es auch skeptische Stimmen, die die Echtheit des Tuchs in Frage stellten. Trotz dieser Kontroversen gewann die Reliquie schnell an Bedeutung und Pilger aus ganz Europa kamen, um ihr zu huldigen. Schließlich gelangte das Grabtuch im 17. Jahrhundert nach vielen Jahren turbulenter Geschichte und Besitzerwechsel nach Italien, wo es bis heute in der königlichen Kapelle der Kathedrale von Turin aufbewahrt wird. Eines der größten Rätsel im Zusammenhang mit dem Turiner Grabtuch ist das mysteriöse Abbild einer männlichen Gestalt, das anscheinend eine gekreuzigte Person darstellt. Das Tuch zeigt einen nackten Mann mit deutlichen Wundmalen an den Handgelenken, Füßen und der Seite, Stellen, an denen traditionell Nägel während der Kreuzigung eingeschlagen wurden. Besonders faszinierend ist das Vorhandensein von Blutspuren, die laut vielen Forschern den Wunden Jesu Christi entsprechen könnten. Sowohl das Abbild als auch die Blutspuren sind Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Forschung. Doch die genaue Methode, durch die das Abbild auf dem Tuch entstanden ist, bleibt weiterhin unklar. Moderne Forschungen zum Turiner Grabtuch bringen weitere faszinierende Entdeckungen zutage.